Um eine Uferschwalbenbrutröhre oder eine andere Nisthilfe aus Holzbeton zu bauen, benötigt man folgendes Material. Zuerst muss man die Schalung aus Holzplatten anfertigen. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob man einen Nistkasten für Kohlmeisen oder wie in diesem Fall eine Brutröhre für Uferschwalben bauen möchte. Wichtig ist es jedoch, dass man beim Bau der Gussform die korrekten Maße für die entsprechende Nisthilfe berücksichtigt. Nachdem die Form fertiggestellt ist, kann man mit der Holzbetonmischung beginnen. Hierzu vermengt man zuerst 3 Teile Zement mit 5 Teilen Holzspänen. Erst nachdem das Ganze zunächst trocken vermischt wurde, kann man Wasser hinzugeben. Zuerst wird jedoch ein wenig Calciumchlorid im Wasser gelöst, da diese Chemikalie den Aushärtungsprozess maßgeblich beschleunigt. Nun wird so viel Wasser hinzugegeben, bis die Mischung eine Konsistenz wie feuchte Blumenerde besitzt. Jetzt kann man die Masse in die Form einstampfen. Nachdem die Form komplett gefüllt ist, muss man einige Tage warten, bis der Holzbeton vollständig ausgehärtet ist. Erst danach kann man die Schalung vorsichtig entfernen. Der eigentliche Brutkasten entsteht aus Holzplatten. Nun ist die Nisthilfe fertig und wartet darauf, an einer geeigneten Stelle platziert zu werden.